Beim Flashback zur Nacht der tausend Tränen in der neuesten Book of Boba Fett-Folge sehen wir kurz einige Droiden der KX-Sicherheitsreihe und einige Viper-Aufklärungsdroiden. Hier habe ich jetzt schon viele Kommentare gesehen, dass da vielleicht einige Death Trooper oder andere imperiale Einheiten cooler gewesen wären als diese Droiden. Ich glaube aber, dass die Droiden sehr bewusst gewählt wurden für diese Szene. Noch ist nicht alles raus über die große Säuberung und ich denke, wir werden in den kommenden Jahren noch mehr Infos über die bekommen. Aber die Hinweise darauf, dass Mandalore ein verfluchter Planet sei und jetzt dieser Auftritt der Droiden, fühlt sich für mich so an, als hätte das Imperium hier mehr gemacht, als nur normale Bomben auf Mandalore zu werfen. Eher als hätte das Imperium den Planeten auf irgendeine Art und Weise vergiftet. Sei es jetzt mit wirklichen Giften, Strahlung oder sonst was, was es nicht nur tödlich für die mandalorianische Bevölkerung machte, sondern auch für mögliche imperiale Truppen, die da eingesetzt werden könnten. Weshalb hier eben keine Death Trooper, Schattentruppen oder Schocktruppen des Imperiums, sondern Sicherheits- und Aufklärungsdroiden genutzt wurden. Für weitere Star Wars Kurzvideos lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.